Guten Morgen, liebe YouTube-Familie, wie geht es euch? Ich habe heute Nacht so schlecht geschlafen, also ich bin total müde. Ich hoffe, ihr habt besser geschlafen und euch geht's besser. So, ich muss gleich los in die Arbeit. Ich habe die Babys vorher noch hüpfen lassen und werde jetzt langsam mal wieder reinholen. Bruno liegt hier völlig entspannt mit seiner Holly. Alle Babys sind wieder drin. Lotte ist in ihrem Loch gesessen. Da musste ich mit dem Besen andrücken, weil anders komme ich da nicht hin. Aber alle sind wieder da. Bis auf die Lotte. Die sitzt, glaube ich, im Schlafzimmer. Soll nicht wahr sein. Ich wollte gerade aus dem Haus gehen, um in die Arbeit zu fahren. Und genau in diesem Moment, aber wirklich auf die Sekunde genau, fängt es zu regnen an. Ich sehe schon wieder aus. Es war jetzt aber doch nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Aber ich habe zur Sicherheit mal zwei Jacken übereinander angezogen, meine Jeansjacke und dann noch meine Jacke mit Kapuze. Und ich habe mir eine zweite Hose mitgenommen für den Fall der Fälle, aber ist nicht so schlimm. Hier ist irgendeine Veranstaltung, hier sind lauter Feuerwehrautos und das Rote Kreuz und hier ist ein Panzer. Was hier ist, der hat es mir vorhin gesagt, aber ich habe es irgendwie schon wieder vergessen. Irgend so eine Veranstaltung auf jeden Fall. Ich muss jetzt mal kurz zur Bank und ja, dann geht's in die Arbeit. Draußen ist es irgendwie schon wie Herbst. Ganz dunkel und zugezogen und von den Bäumen fallen teilweise schon die Blätter ab und liegen braun auf dem Boden. Richtig Herbststimmung. Wow, jetzt fängt es richtig heftig zu regnen an und es gewittert und donnert. Richtiges Unwetter hier. Lotte ist mal wieder ein kleiner Rambo. Hm, bist du ein kleiner Rambo? Ach, Maus, hä? Schau mal, du kannst Türen öffnen. Ui, ui, ui. Lotte, wo fährst du hin? Wo fährst du hin? Lotte, lass das Ding stehen. Meine Güte, dieser Hase. Dieser Hase. Du bist ne Lusch. Hm? Du bist ne Lusch. Ja, sowas. So ein Hase. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüss.